Servus zusammen und recht herzlich willkommen. LS25 steht wieder mal an hier bei mir auf dem Kanal und zwar natürlich die asiatische Map, unser Projekt in Hutan Pantai. Und gleich zu Beginn, ihr seht es ja hier mit dem Wasserfass, möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken, denn da hinten kann man es vielleicht noch sehen, da habe ich jetzt wirklich tatsächlich, das war nämlich euer Tipp, ein kleines Reisfeld anzulegen, damit man günstig an Wasser herankommt. Und jetzt bin ich wirklich dran gekommen an Wasser und das funktioniert tatsächlich. Sieht dann wie folgt aus, denn wir werden zukünftig hier einfach uns ein bisschen mit diesen Gewächshäusern definitiv mehr auseinandersetzen müssen. Denn ja, meine Pläne für die Zukunft will ich euch mitteilen. Und jetzt sieht es eben genau so aus, wie er mir das gesagt hat. Man kann hier also das Wasser, das kostet uns erstmal nichts. Und dann können wir hier reinfahren und günstig Wasser laden. Sodele. Und das sieht richtig cool aus hier, ne? Also muss man schon sagen, da haben die sich ins Zeug gelegt. Das ist gar nicht mal so verkehrt hier. Das sieht schon nicht schlecht aus. So, da sind wir jetzt günstig rangekommen und dann können wir natürlich hier die Gewächshäuser auffüllen, deutlich günstiger auffüllen, damit wir hier auch wirklich mal endlich ein bisschen Geld verdienen. Denn das war jetzt erstmal die letzten Monate, wo ich das erste Mal los bin und verkauft habe, doch ein kleines bisschen ernüchternd. Und mein Plan, und da bin ich jetzt mal auch ganz ehrlich zu euch, ist ja, denn ich gucke mir ja auch die anderen Kollegen an. Augenblick, was ist jetzt passiert? Ups, Augenblick mal. Hä? Wo läuft denn jetzt das Wasser hin? So, abkippen. Ach, da ist bestimmt voll. Ich könnte mir gut vorstellen, das Gewächshaus ist voll, oder? Schauen wir doch mal kurz rein bei der Produktion. Und zwar hier Gewächshäuser. Ja, da ist voll. Da muss noch was rein, da muss noch was rein. Okay. Dann machen wir das doch schnell. Hier geht noch ein bisschen was rein. Und dann ist auch erstmal gut. Dann sind die Gewächshäuser am Laufen. Und wir werden jetzt da hier sehr häufig direkt verkaufen, um dann auch möglichst zügig ein bisschen an Geld zu kommen. Ansonsten, was ist jetzt mein Plan? Und ich sagte ja schon, ich gucke mir ja auch die Kollegen an, die hier unterwegs sind. Und es ist alles nicht ganz so einfach. Und deswegen will auch ich jetzt ein bisschen in den Bereich Pappeln und Holzwirtschaft, weil das scheint nämlich eine sehr lukrative Sache zu sein, um hier endlich mal ein bisschen vorwärts zu kommen, was die Finanzen angeht. So, wir haben da oben noch unser Weizenfeld. Das werden wir irgendwann auch mal ernten, Mitte, Ende des Jahres. Und dann schauen wir mal, wie wir da weitermachen, ob wir dann da tatsächlich dann Pappeln draufpacken. Das wäre natürlich schon ein ganz schönes Paket oder ganz schönes Paket. Ansonsten will ich jetzt hier auf diesem Stück hier mal ein paar Bäume pflanzen. Und die werden ja auch ihre Zeit brauchen, bis wir die ernten können. Dafür haben wir dann immer noch hier unser Grasfeld. Wir werden also auf jeden Fall weiterhin mit Silageballen arbeiten. Und auch was hier unsere Tierchen angeht, mit denen, ob wir hier dann noch eine zusätzliche kleine Molkerei, um die Milch hier zu veredeln, noch kaufen, weiß ich noch nicht. Aber was ich jetzt schon weiß, ist, wir werden diese Fläche hier jetzt erstmal frei halten. Denn hier kann ich mir gut vorstellen, dass wir eine kleine Schreinerei oder ähnliches hier reinpacken, um eben unsere Baumstämme direkt zu verarbeiten. Denn schauen wir mal ganz kurz in die Karte. Es gibt natürlich auch ein Sägewerk hier oben, aber das kostet 300.000 und man kann, ich glaube, für 150.000 ein kleines Sägewerk kaufen und dann stellen wir das lieber doch direkt hierher. Dann müssen wir nämlich die Bäume gar nicht groß transportieren, sondern wenn wir die gefällt haben, können wir hier direkt ins Sägewerk und können dann Bretter und Balken herstellen. Und das ist so der Plan, dass wir dann hier, und Hackschnitzel fallen ja auch noch ab, dass wir dann dadurch hoffentlich ein bisschen mehr Geld bekommen. Wir werden natürlich hier auch die Bäume ein bisschen zeitversetzt pflanzen, damit wir immer wieder auch welche ernten bzw. fällen können. Und die Pappeln, wenn man die ja ansät, dann brauchen die zwar 13 Monate, aber wenn die mal angesät sind, dann kann man sie dreimal ernten. Und da können wir natürlich dann auch kräftig arbeiten mit Hackschnitzel.
Hackschnitzel, aber da müssen wir dann einfach eine andere Produktion oder uns überlegen, ob wir die dann direkt verkaufen. So, jetzt seht ihr hier den roten Kreis. Da ist ein Steyr absolut unterwegs und da habe ich einen Auftrag entgegengenommen. Das wird natürlich jetzt unsere andere, ja, ich sage mal, Einnahmequelle werden, nämlich ein paar Aufträge zu machen. Und ihr seht, 49% der Helfer fährt hier drüber. Und mit was fährt der hier drüber? Der fährt mit einer Hacke drüber. Das habe ich übrigens jetzt auch schon mal ausprobiert im Zilonka-Paket, mit der Hacke hier drüber zu fahren über das Getreide. Das ist vor allen Dingen dann nach der ersten oder in der ersten Wachstumsstufe nicht verkehrt. Es wundert mich, dass wir hier jetzt mit der Hacke drüber fahren, weil eigentlich wäre das hier Striegeln und nach der ersten Wachstumsphase wäre Hacke und die zweite wäre dann eben mit Herbizid, also zu spritzen. Aber ich muss ehrlich sagen, das funktioniert jetzt deutlich besser, weil Unkraut gleichmäßiger auf dem Feld verteilt ist. Das heißt, der Helfer fährt auch tatsächlich dann übers gesamte Feld und dann kann man hier ordentlich jetzt mit der Hacke arbeiten. Das heißt, auch in anderen Projekten kann ich euch nur empfehlen, testet es selbst mal an, denn ihr braucht kein Herbizid. Das Gerät ist einigermaßen kostengünstig und hat ja eine ordentliche Arbeitsbreite und damit kann man dann übers Feld fahren. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Und zwar erstmal hier, was den Auftrag als solches angeht. Aktiv 55% und ihr seht, Fläche 7,34 Hektar. Wir kriegen 13.000. Natürlich abzüglich der Lohnkosten und abzüglich der Mietkosten. Aber trotzdem bleibt da, glaube ich, ganz schön was hängen. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal hier ansieht, bei den Gerätschaften. So, ja, wo finden wir jetzt wieder diese Gerätschaften? Striegel. Und da ist diese Pöttinger Hacke, genau die unterwegs ist. Die hat eine Arbeitsbreite von 12,4 Metern, 160 PS werden benötigt. Aber das Teil ist, wie gesagt, 36.000 Euro nur und fährt 25 km/h. Ne? Also da muss man schon sagen, das Gerät ist ordentlich unterwegs. Ihr seht es, 25 km/h, 12 Meter Arbeitsbreite. Und ihr habt keine Folgekosten mehr, weil ihr kein Herbizid durch die Gegend fahren müsst. Und ihr, so wie es jetzt wohl aussieht, kann man sowohl praktisch gleich nach der Aussaat, lass mich mal kurz hier raus, weil wir schauen mal. So, hier sehen wir noch Unkraut wachsend, aber hier ist er schon drüber gefahren, wobei man überhaupt nichts sieht hier, ne? Auch hier, man sieht eigentlich nichts, man kann es nur rechts unten lesen, aber hier ist jetzt tatsächlich das Unkraut entfernt, Ertragsbonus 47. Ja gut, da ändert sich anscheinend nicht viel, was den Ertrag angeht. Ja, das Feld ist auch nicht gedüngt. Okay. Ja, ist halt auch noch nicht ausgewachsen, das Unkraut. Also auf jeden Fall finde ich keine schlechte Sache und die Aufträge werden wir machen. So, apropos Aufträge, ganz wichtig. Wir werden jetzt erstmal losgehen und mit dem Kollegen Kabuto, ja, ich glaube, so heißt er, zack, zack, da ist er, Kubota, mein Gott, Kabuto, ich sag's immer wieder falsch, es ist furchtbar. Werden wir uns jetzt diese Maschine ausleihen, um Setzlinge an den Mann zu bringen? So, wir fahren mal hier lang, denn früher oder später könnten wir hier sowieso einen kleinen Weg auch basteln. Und wie gesagt, die Fläche ist eigentlich ganz okay. Da können wir auf jeden Fall dann unsere kleine Fabrik hinbasteln und hätten auch genügend Arbeitsfläche und Arbeitsbreite, um arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Gewinnbringer. Aber ich habe keine Lust eigentlich jetzt hier in den Wald reinzufahren. Und wir sparen ja uns auch dann die Fläche zu kaufen, denn wir haben Fläche genug. Also Platz ist eigentlich im Moment überhaupt nicht das Thema bei uns. Und deswegen werden wir hier die Bäume anpflanzen. Und dann werden wir natürlich auch ordentliche Bäume pflanzen, denn so wie ich es ja bisher mitbekommen habe, ist es tatsächlich so, dass hier in den Wäldern, ja, wenn wir hier mal reinschauen, dass hier in den Wäldern, die man hier kaufen kann, ja, dass das dann doch sehr viel auch, ja, ich sage mal Laubbäume und ähnliches sind, also schon ein bisschen schwer zu bearbeiten. Wir werden natürlich
uns entsprechende Bäumchen hinsetzen, und zwar Kiefern. Kiefern sind eigentlich in der Regel am besten, denn die wachsen schön gerade. So, hier, nee, das ist Einstreu. Hier haben wir es doch, Baumpflanzmaschine, und im Prinzip brauchen wir diese hier. Und die hier ist eher für Großgerät gedacht, aber hier, da kriegen wir diese Setzlinge rein. Jo, die werden wir uns jetzt erstmal mieten, 120 PS, das ist okay. Genau. Zack. Und jetzt brauchen wir die Setzlinge, die finden wir hier. Und wir brauchen diese Setzlinge, dann haben wir schon wieder eine Wachstumsstufe weniger. Hier hätten wir 240, aber wir fangen erstmal mit den 20 Stück an. Wir fangen klein an, denn der Punkt ist ja der, wir werden jetzt praktisch jeden Monat immer 20 Stück setzen, denn die das kleine Sägewerk wird auch nicht so viel verarbeiten können. Also fangen wir erstmal damit an. Und wir nehmen... Ja, stopp. Und wir nehmen... Ja, was haben wir denn? Waldkiefer, Küstenkiefer. Ja, wir nehmen die Waldkiefer. Küstenkiefer. Wir nehmen die Waldkiefer, das passt schon. So, zack. Zack, gekauft. Und dann kann es losgehen. Und wenn ich richtig weiß, können wir das sozusagen auf die Wiese packen. Das heißt, wir müssen jetzt nichts grubbern oder sonst was machen. Okay, dann füllen wir hier auf. Ja, müssen wir da noch ein bisschen ran. Ja. Jetzt haben wir es drauf. Sehr schön, dann zum Feld. Und dann werden wir mal diese 20 Bäumchen setzen im März. Ich bin mal gespannt, wie lange das Ganze braucht. Ich denke, ein gutes Jahr. Aber wir werden jetzt praktisch jeden Monat welche setzen. Und dadurch können wir dann jeden Monat, wenn wir dann soweit sind, auch jeden Monat Kiefern verarbeiten. Und so kriegen wir dann auch, glaube ich, kontinuierlich Geld rein. Und die Hackschnitzel, die fallen ja dabei auch ab. Und die können wir natürlich dann auch noch verkaufen und wegbringen. Und da bin ich mal gespannt, was da am Schluss dann wirklich bei rumkommt. Aber ich bin mir relativ sicher, nach dem, was ich so gesehen habe bei den Kollegen, müsste das eigentlich was ordentlich bringen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das am geschicktesten hier machen. Fahren wir jetzt hoch runter. Fangen wir dort vorne an? Fangen wir hier an? Weil die werden ja als erstes gefällt. Ja, wir machen das so. Wir machen das immer reihenweise. Kann das übrigens auch der Helfer machen? Na, ich denke nicht. Wir machen das selbst. Also es müsste eigentlich so gehen. Okay, muss man dazu dieses Gerät aufklappen? Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt haben wir das Gerät. Waldkiefer. Pflanzmaschine auf jeden Fall mal senken. Dann anschalten. Und dann mal losfahren. Oh, und da setzt sie gleich die erste hier rein. Okay. Also er setzt automatisch die Kiefern. So, wir lassen mal ein bisschen Abstand. Nicht, dass uns dann später die Kiefern hier bei den Ziegen reinfallen auf die Weide. Und so brauchen wir auch die Wiese nicht mehr in irgendeiner Form dann auch zu bearbeiten. Das heißt, im Zweifel haben wir dann auch immer noch das Gras und können das mähen. Wenn wir dann anschließend zum Beispiel die Kiefern bzw. die Stümpfe entfernt haben. So, da geht bestimmt noch eine. Sehr schön. So, wie viel haben wir denn jetzt? Genau, dann gibt es genau zwei Reihen. Hervorragend. So, wir lassen mal ein kleines bisschen Abstand. Im Prinzip ist es ja egal, aber wir lassen etwas Abstand. Einfach aus dem Grund, damit wir auch... Ja, ich überlege gerade, machen wir das jetzt versetzt? Ja, wir machen das jetzt hier. Ja, ich hätte gerne gehabt, dass er das ein bisschen versetzt macht. Aber okay.
das passt dann soweit. Auf jeden Fall mal genügend Abstand. Und wie wir dann das Ganze dann auch abarbeiten, muss ich mal schauen, ob wir uns dann einen Vollernter gönnen oder ob wir das Ganze am Anfang jetzt erstmal noch klassisch machen mit dem Handsägegerät, mit der Kettensäge. Da müssen wir mal schauen. So, zwei sind noch drin. Okay, da hat er jetzt noch einen hingepflanzt. Ja, ich hätte gerne vorne an der Straße noch einen gehabt, dann wären es genau zwei Reihen gewesen, aber das hat jetzt nicht geklappt, dann ist es auch egal, dann hauen wir jetzt hier noch einen hin. Jo, bingo. So, die Maschine behalten wir mal geliehen, denn von der Arbeitszeit geht das ja relativ zügig und schnell. Und das Schöne ist halt auch, wir müssen eigentlich gar nichts machen, die Bäume wachsen von selber. Vielleicht nicht in den Himmel, aber sie wachsen. So, das Ganze stellen wir hier einfach mal hin. Dann ist es auch nicht im Weg. Bingo. So, Dele, hervorragend. Tja, und das war es dann auch schon wieder fast für heute oder beziehungsweise für diesen Monat, weil allzu viel gibt es ja nun wirklich nicht zu tun. Ne? Also unsere Ziegen arbeiten. Was haben wir denn jetzt an Ziegenmilch? Was haben wir denn hier mittlerweile an Ziegenmilch? So, Futter, Weide, das passt soweit. Also, Palette 400. Da ist einmal voll, da ist einmal voll. Und die hat 216, aber ich glaube, da ist genügend Platz. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, oder? Schauen wir doch mal kurz rein bei den Tieren. Ja, Nachwuchs, Ziegenmilch, Wolle. Ja, 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 da ist mehr als genug Platz. So, und hier haben wir unsere Bäumchen, benötigen Kalk. Ja, bei Gelegenheit sollten wir mal das Feld auch kalken, das ist richtig. Sehen wir da irgendwas zu dem Baum? Nee, zu den Bäumchen sehen wir gar nichts. Da bin ich auch mal gespannt, wann das Ganze dann auch wirklich fertig ist. So, wir sind im März, weil im Wachstumskalender meines Wissens, da sieht man nichts, oder? Das ist ja nichts in der Richtung. Bäume sind da überhaupt nicht drin. Pappeln. So, wo sind denn jetzt die Pappeln? Jetzt sehe ich die Pappeln. Doch, da sind sie doch. Die können wir dann jetzt praktisch schon ansehen. Das wäre die Option. Ja, wie ist denn das mit den Pappeln? Das wäre vielleicht dann auch sinnvoll, dass wir das Ganze gleich machen. Ist ja im Prinzip dieselbe Maschine. Ja, also bevor wir hier lange warten, wir können natürlich dann auch das Feld, was wir ernten mit dem Weizen, dann können wir da anschließend Gras draufpacken. Also Leute, dann machen wir das schnell. Dann machen wir das schnell und gehen dann hier auch rein und machen das einfach dann da oben. Weil wir sollten den Monat nutzen, denn jeder Monat, wo wir ansehen bzw. anpflanzen, bringt uns natürlich später früher Ertrag. So, dann fahren wir nämlich nochmal hoch zum Händler. Ja, ich habe mir das Ganze, wie gesagt, angesehen und habe mir auch Gedanken gemacht. Und wir wollen ja hier auch ein bisschen vorwärts kommen. Das ist auch alles schön und gut mit diesen Dingen. Aber, Augenblick. Ich sehe gerade, ich glaube, ja, der Kollege da drüben ist fertig. Dann können wir da auf jeden Fall schon mal den Auftrag abschließen. Genau. So, das heißt, der Vortrag, Vertragswert 13.000, Mietkosten 600, 12.600 und ich denke, das war alles überschaubar. Also, das bringt Kohle. So, der Auftrag wird abgeschlossen. Dann schauen wir nochmal. Hatten wir nicht nochmal so einen schicken Auftrag? Feld Nummer 15, das gucken wir uns nochmal an. Ja, hier mit dem Holztransport könnten wir natürlich schon mal ein bisschen üben, wie das Ganze funktioniert und Steine sammeln. Ah, ja, da muss ich auch mal gucken. Striegeln, das ist eben genau der Punkt. Da können wir noch zwei Felder striegeln. 3000, 8000, da bin ich mal gespannt. Das müsste auf jeden Fall auch gut funktionieren. Aber jetzt holen wir erstmal unsere Pappeln und schauen mal, wie wir die sozusagen an den Mann bringen. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, für Pappeln müssen wir, glaube ich, grubbern, oder? Ja, Pappeln müssen wir, glaube ich, grubbern. Das können wir so nicht. Ja, wir schauen mal. Aber das ist ja nicht das Problem. Wir haben ja einen Grubber.
Und da liegt immer noch unser Gewicht, das wir mal gekauft haben für den Iseki. Sudele, hier haben wir Pappeln. 280, da sind 2000 Liter drin. Also da geht einiges. So. Okay. Ja, das sind 2000 Stück. So, bei Pappeln, da müssen wir jetzt allerdings gucken. Pappeln muss man schön eng pflanzen, damit man da auf jeden Fall einen guten Ertrag hat. Also da muss man auf jeden Fall drauf achten, wie man das am besten hinkriegt. Aber ich bin der Meinung, da kann man definitiv den Helfer marschieren lassen. Da können wir mit dem Helfer arbeiten. So, dann fahren wir mal hier rein. Und die Fläche da ist auf jeden Fall mal vorgesehen für die Bäume. Da kriegen wir noch zwei Wachstumsstufen rein. Und da würde ich nämlich sagen, ja, obwohl, wir machen das anders. Wir starten hier. Pappeln kann man ja dann anschließend entweder mit zu Rundballen verarbeiten und wegbringen oder häckseln. Das ist dann die andere Option. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir nehmen den KI-Helfer. Wir nehmen möglichst wenig. Ach, 1,20 Meter ist das Mindeste, was er macht. Okay. So, Vorgewände. Ach, der will auf jeden Fall ein Vorgewände machen, ne? Vorgewände bearbeiten. Er soll mit dem Vorgewände mal anfangen. Ah, nee, der fährt ja dann... Der will natürlich jetzt über das gesamte Feld fahren. Das will ich eigentlich vermeiden, ne? Ja, dann machen wir das anders. Dann machen wir das selber. Wenn es überhaupt geht, ne? So, Spurführung. Geht da jetzt weniger? Ah, ja, okay. Mal versuchen wir es mal mit 0,8 Meter. Vorgewende, Bearbeitungsrichtung sollte wohl so passen. Versatz brauchen wir nicht. Ja, okay, ich denke, so passt das. So. Sehr schön, okay. Aber jetzt bin ich gespannt. Herunterlassen. Und arbeitet der? Er setzt die Pappeln tatsächlich hier ins Gras. Hervorragend, Freunde. Hervorragend. Da würde ich doch sagen, da lassen wir jetzt einfach mal den Tempomaten laufen. Und freuen uns der Dinge, die auf uns zukommen. Denn jetzt geht hier ein bisschen was. Und wir sehen 1944. Also das sind tatsächlich 2000 Pappeln, die er da setzt. Und da können wir auf jeden Fall noch 2-3 Bahnen noch draufpacken. Und das packt er hier sehr, sehr schön eng drauf. Das gefällt mir ganz gut. Hervorragend. Sehr schön. Also, jetzt haben wir das Thema mit dem Wasser in den Griff gekriegt. Dank euch. Danke für den Tipp. Dann werden wir hier die ersten oder haben die ersten Bäume gepflanzt, werden also ein bisschen in Forst gehen und werden mit den Pappeln hier ebenfalls versuchen, ganz, ganz großes Geld zu machen in unserem Projekt hier im LS25, in unserem Asia-Projekt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir werden mal sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ich sage danke sehr, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.